Über die blaue Linie böck tief und krampfen. Lorenz Kienzle, es ist der vierte Sieg in Folge für Gotteron, aber hätte man den Match nicht früher entscheiden müssen? Ja, klar, wir hatten viele Chancen gehabt und dann zweite, dritte haben wir es ein bisschen fahrlässig herkommen mit ein paar Eigenfehlern und offensiv haben wir wirklich die Chancen nicht gemacht und dann wird man meistens bestraft. Was hat man da genau in der Offensive falsch gemacht oder respektive, wie sollte man sie auch mit Ladracho, wenn man ein Goal schießt zum 2-1 zum Beispiel? Ja, aber wie gesagt, wir haben es schön über das Spiel, ein bisschen zu viel und vielleicht für Galeriespiel anstatt einfach für das Resultat und wir müssen einfach die Goal schießen und dann kommt es alles besser. Wie geht es morgen weiter? Gibt es noch das Eistraining vor dem Match oder wie sieht das aus? Morgen gibt es wahrscheinlich nur eine kleine Activation mit dem Bruno Knutti, gehen wir ein bisschen einwärmen, ein bisschen dehnen, ein bisschen Springli machen und dann sind wir bereit für den Match. Jetzt geht es eben weiter mit einem weiteren Zähringer Derby. Wie muss man da jetzt spielen, dass man nicht wie das letzte Mal um mich untergeht, dann zum Beispiel 6-1 gegen SC Bern ausgefallen? Ja, wir müssen sicher extrem einfach spielen, vor allem auswärts. Müssen wir noch einfacher spielen bei zu Hause. Über die blaue Linie böck tief und krampfen.